Ja, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin euer Sleeve LP und willkommen zur dritten Folge mit DLP. Nexus 46, guten Tag. Ja, wir wollen jetzt farmen gleich. Das heißt, ich werde das Farmen wird in der Timelapse geschehen. Und wenn man was Wichtiges gefunden hat, dann können wir mal sehen, vielleicht Diamanten oder so, falls man die findet oder so. Jo. Dann wird wahrscheinlich wieder eine normale Aufnahme kurz sein. Also, bis später, meine lieben Freunde. Tschüss. Wir sehen uns nach der Timelapse. Ganz schnelle. Ja, hallo meine lieben Freunde. Ihr seht, was passiert ist. Ja. Das war echt mies. Ich bin Gott sei Dank noch am Leben. Ja, aber wenn einer von uns tot ist, ist es halt auch direkt vorbei, ne? Das ist halt das. Ja. Also, wie weit sind wir denn gelaufen, Alter? Ah ja, meine lieben Freunde, das war halt mal wieder ganz blöd heute. Ja, warum auch immer. Ja, also das war heute sehr schön, diese Folge. Also die dritte Folge, was war das jetzt? Die dritte Folge, ne? Ist jetzt, ne? Ja. Also die dritte Folge ist natürlich sehr gut gestartet.
So, einmal Welten generieren. Hardcore, ja, generieren. Dann schauen wir uns wahrscheinlich noch die Welt heute mal wieder an. So, der Server wird gestartet und dann schauen wir uns gleich noch die Welt an und dann haben wir noch ein paar Minuten für diese Welt. Aber trotzdem, das ist... Oh, Skelette sind einfach so overpowered, das ist einfach so unglaublich, ey. Ja, genau so ist das. Also ich finde, die sind zu overpowered, Alter. Ich bin halt in so eine scheiß Sackgasse gelaufen, hatte ein halbes Herz und ich konnte überhaupt nicht. Also ich konnte wirklich nichts mehr machen. Oh, zum Glück hatten wir noch keine Dia-Rüstung. Das würde mich richtig aufregen. Hast Dia-Rüstung, verkackst dann alle. Mhm. Oder beim Ender dran verkackst du dann. Also der Server ist auch gleich wieder da. So. Gehe ich auch mal kurz auf den Server. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Welt von mir und einem Kumpel. Wo unser schöner Kollege der LP. Ich nenne ihn trotzdem so, okay? Ich kann mir das andere einfach nicht merken. Oh, da ist er ja schon. Das ging flott. Oh, hier sind direkt Kühe. Prügelt er es. Auf einer neuen Welt. Ja, willkommen auf der zweiten Welt. Versuch Nummer 2. Ich hoffe, wir brauchen nicht so viele Versuche. Ich wollte doch nur Farben gehen. Also nicht wundern, Leute, wenn da kein Ton war. Das hatten wir ausgemacht, weil ich eigentlich eine Timeless machen wollte. Na du? Du brauchst schon Holz ab, oder was? Ich hole gerade schon mal ein paar Beeren, damit wir zumindest etwas zu essen haben. Warum spawnen wir eigentlich immer in diesem Scheiß Biom? Bisschen Holz sammeln. Ja, er scheint gerade weg zu sein. Aber er kommt dann ja wahrscheinlich gleich wieder. Okay, meine lieben Freunde. Die Folge wird jetzt zwar noch ein paar Minuten gehen, so 10 Minuten oder so. So, 18, 19 Minuten. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns ein bisschen Leder sammeln oder so. Was echt. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe mich kurz gestummschaltet. Aus privaten Gründen. Alles gut. So, ich habe mir schon mal ein kleines Schwert gemacht. Und ich auch. Nimmst du den Table mit? Dann suchen wir uns mal. Aber warum müssen wir immer in so einem Biom? Jetzt sind wir im Tiger-Biom. Warum müssen wir aber immer in so einem... Das ist echt schlimm, dass wir in so einem Biom hier sind. Ja, aber weil wir auch schon letztes Mal in so einem Biom Weißt du? Ja. Schon letzte Folge sind wir auch in so einem Biom gelandet. Wo stehst du denn gerade? Durch Leaves kann er mal halt scheiß. Das sieht aber fast so aus wie unsere erste Welt, die wir in unserer Nichtaufnahme hatten. Ey, die sind ja auch. Ja, gut. Also am Anfang, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, ne? Mhm. Die erste Folge, die wir ja nicht hochgeladen hatten. Ja. Stehst du immer noch beim Table oder was? Nee, ich bin gerade bei dir vorbeigelaufen. Bist du? Da oben, ich sehe dich. Okay. Warum können wir nicht einfach mal in einem ganz normalen Biom landen? Ja, ich möchte es dir schon mal ankündigen.
Was willst du ankündigen? Okay, er wollte was ankündigen, aber ich weiß jetzt im Moment nicht was. Da müssen wir leider erstmal warten, bis er wieder da ist. Wenn er was ankündigen wollte. So, ich mach einmal Fackel. Damit ihr was sehen könnt. Zack. Und ja. Na? Na, hört man eigentlich den Sound gerade, wenn ich mich stumm schalte? Was für ein Sound denn? Wenn man sich ja stummt, das kommt so ein kleiner Sound, aber hört man glaube ich nicht, ne? Ich habe zumindest nichts gehört. Wolltest du irgendwas ankündigen? Oder habe ich mich da verhört? Nö, alles gut. So, ich dachte, du wolltest was ankündigen. So. So, mein Junge, guck mal hier, die gleich in die Dings hier. Zack, in den Ofen hier. Das ist irgendwie schon direkt besserer Start als bei der letzten Welt. Ja. Haben direkt schon Eisen gekriegt. Ja, auch gleich schon so viel, ne? Ja. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Auf jeden Fall will ich mir ein. Auf jeden Fall machen wir, glaube ich, als erstes eine Brust, glaube ich, ne? Mhm. Das heißt, ich habe mir die scheiß Koordinaten von der letzten Map einfach umsonst aufgeschrieben. Hier ist auch nochmal direkt auch Eisen. Du hast schon eine Steinspitzhacke, ne? Ja. Das ist gut. Also diese Höhlen sind auf jeden Fall gleich besser. Ich habe noch mehr Eisen. Ja, das ist gut. Wir brauchen Eisenrüstung. Ich habe noch keinen einzigen Mob gesehen bis jetzt. Und ich bin schon eigentlich. Lol, hier ist direkt schon Lava, hier können wir gleich lang gehen, wenn wir ein bisschen mehr Rüstung haben. Oder was meinst du? Ich glaube ja, ne? Ja. Machen wir uns gleich Eisenschwert. So, ich mache uns kurz bei den Eisenschwert. Dann sind wir zumindest schon mal gut ausgerüstet mit dem Dingsbums da. Ich hab dir. Oh, danke, super. Ich hab dir schon mal ein Eisenschwert da hingelegt. Das ist gut. Ich mach mir gleich schon mal eine Brust, ne? Ja. Mach dein Eisen auch ruhig da rein, ne? Mhm. So, ich mach mir eine Brust. Oh, 20. Guck dir's an, Alter. Guck dich an. Oh, super. Das einzige Problem, was wir haben, ist Essen. Bis jetzt. Ja, genau. Aber das könnten wir eigentlich rein theoretisch auch. Hier sind keine Monster, das ist gut. Ja, das ist nur, wenn du weiter reingehst, da hinten. Da ist Lava. Wenn du hier weiter lang gehst, hier ist schon Lava. Okay, hier sind schon Zombies. Aber nur Zombies bis jetzt, ne? Zombies finde ich ja auch nicht schlimm. Im Gegensatz zu Skeletten und alles. Das Gute ist, dass wir uns gegenseitig keinen Schaden machen. Das ist gut. Ja, das ist das Wichtigste. Weil du ja auch noch diesen Umschlag da hast. Ja. So. Hier ist eine Schlucht. Aber wir müssen einmal gut ausleuchten, nicht, dass wir halt in einer kleinen Ecke der Monster spawnen. Ja.
Da war auf jeden Fall eine Schlucht schon. Da war schon eine Schlucht. Ach du Scheiße, das geht ja echt die vorne. Ja, holla die Waldfee, ne? Ja. Aber wir haben richtig viel Eisen, also das hatten wir im letzten Mal gar nicht. Ist hier schon Sackgasse, ja. Ich esse mal eben was. So, ich habe Beeren, nämlich 10 Stück noch. Und ich habe auch noch 3 Fleisch, glaube ich. So, ich gehe erstmal wieder nach oben. Leg mal das Eisen wieder rein und machen wir uns langsam Eisenrüstung. So, ich muss mal was gucken kurz. So, das einmal abbauen hier. Bist du immer noch unten in der Höhle? Ja. Okay. Ich habe eigentlich was für dich. Ich komm mal eh wieder hoch. Muss nämlich essen. Liegt da vorne in der am Anfang der Höhle. Hast du es eingesammelt? Hier einmal für dich. Danke. Hast du noch Eisen gesammelt? Ja, stimmt. Ja, habe ich. Dann also pack mal da rein. Bin ein bisschen verpeilt, aber. Ist die Wärme. Ja, passiert mal. Alles gut. Wir müssen langsam jetzt aufpassen, es wird wieder dunkel. Stimmt, hast recht. Wir haben bloß kein Bett. Wir müssen jetzt die Nacht hier durchmachen. Ja, sonst gehen wir langsam in die Höhle. Wir haben ja schon. Ja. Und sonst ernähre ich einfach von diesem verrotten Zombie-Fleisch. Ist mir egal. Hauptsache, ich krieg wenigstens Leben. Ja. Noch wieder hoch. Warte mal, ich nehme mal kurz alles mit hier, ne? Ja. Wir müssen halt versuchen, dass wir uns nicht so viel bewegen. Bist du da runtergegangen, wo wir vorhin auch waren? Ja. Okay. Mhm. Ja, genau. Aber das ist ja mal ein richtig guter Start für eine Folge, Alter. Oh Gott, ein Skelett. Scheiße. Pass auf, ein Skelett. Ich weiß nicht, ob es hier um die Ecke kommt. Hier war gerade ein Skelett. Bist du noch weiter runtergegangen? Nee, ich bin hier an der Seite lang gegangen. Hier, warte. Hier. Wo bist du? Ich bin immer noch in der Höhle runter. Hier. Ach, da bist du. Hier um die Ecke. Das ist das Gute, dass wir blocken können. So konnte ich das Skelett sehr gut besiegen. Ja, müssen mal ein bisschen Dings mitnehmen. Hier auch noch mehr Eisen. Ja, das ist gut. Dann sind wir gleich ja schon voll Iron, Alter. Noch mehr. Dann sind wir ja gleich schon voll Iron, Alter. Und das in der ersten Folge. Läuft bei uns, Alter. Letzte Folge, wo wir farmen, wir gehen wollten, bin ich gestorben. Ja. Ja, da haben wir auch den Fehler gemacht, dass wir uns kein Schild gemacht haben. Oh, wunderbar, dass wir so schnell sterben.
Ja, die Welt war so scheiße, da wollten wir einfach sterben. Ja, genau so ist er. Das war alles so geplant. Wer sagt, das war nicht geplant? Der weiß doch gar nichts. Eine Spinne ist hier. Oh, die steht aber auch echt gruselig hier, ne? Da ist so ein langer Gang mit einer scharfen Kurve. Und dann steht da auf einmal eine Spinne mit den roten Augen. Das sieht echt gruselig aus. Was fehlt dir noch? Ein Helm, ne? Ja, eine Hose und Schuhe. Eine Hose, einen Helm und Schuhe fehlen dir, ne? Aber so viel Monster ist hier nicht. Also, ich hätte gedacht, hier ist ein bisschen die Hölle los. Also ich habe dir jetzt alles gemacht, was dir gefehlt hat. Kommst du einmal kurz zurück? Ja, warte. Ich greife. Kann ich bin hier. Genau. Was hatte ich? Jetzt. Ach, ein Helm. Mir fehlt ein Eisen, Alter. Du hast nur die Brustplatte, ne? Yep. Ah, jetzt brauche ich langsam echt ein bisschen Essen. Ich kann gleich nicht mehr rennen. Ich renne nicht so viel, ich habe gar nichts verbraucht bis jetzt. Ich renne auch nicht, aber ich verbrauche hier trotzdem was. Ich habe jetzt hier zwei Steaks für dich. Zwei Steaks for you. Und Eierenrüstung. Ey, jetzt habe ich mich hier irgendwo verlaufen, ne? Super. Bist du dir sicher, dass du dich verlaufen hast? Und nicht einfach nur schlecht bist? Ja. Eigentlich schon. Warte, bleib mal stehen. Ja. Hier hoch. Ah, ich sehe, ja. Komm hier hoch. Oder bleib kurz da stehen, dann schmeiß ich dir kurz deine Rüstung runter. Hm. Oh, ich bin gerade rausgezwitscht. Schon wieder. Komm hoch. Ich hab dir gerade Fleisch runtergeschmissen. Alles gut. Hast du jetzt schon deinen Erfolg bekommen, dass du... Nee, noch nicht. Hast du schon deine Rüstung denn an? Mir fehlt nämlich nur ein. Ja, hab ich. Komplett? Ja. Kriegt man denn nicht eigentlich auch einen Erfolg? Oh, wir sind haben echt einen guten Start hier, Bischof. Obwohl wir jetzt halt eine neue Wälderschaft haben, geht's also auf jeden Fall auch nicht gut voran. Ja, ich bin auch überrascht, dass wir so gut vorankommen hier, ey. Wenn wir ein bisschen an Eisen reinkommen, ohne hier halt einen fetten Monster zu begegnen, ist es möglich. Nicht so wie bei der anderen Welt, wo ich in die Höhle gehe, auf einmal 7000 Monster da sind. So, da kann man dort. Ich habe tatsächlich immer noch keine Creepers getroffen, das ist gut. Ich auch noch nicht. Das kann sich aber auch wieder... Creepers sind aber echt die nervigsten, die es hier in diesem Spiel gibt, also. Hauptsache hier sind auch direkt, ist auch direkt eine Riesenschlucht, Alter. Ich sehe da schon ein Skelett. Versuche hier gerade an der Ecke mal so ein bisschen lang zu sneaken. Um mal ein bisschen... Ich hab so viel Eisen jetzt, ne? Ja, bring mal her, ich brauche noch ein Eisen für meine Rüstung. Ja gut, ich komme gleich. Hier ist so viel Eisen, das ist echt Wahnsinn. Ja, unglaublich, ne? So, ich esse noch eine Süßbeere. Oh, ich dachte, hier wären Creeper, ne? Aber das sind in Wirklichkeit nur diese Büsche hier. Alter, das wäre ein guter Varo-Start bis jetzt, Alter. Minecraft Varo. Varo, wer wird der Sieger sein? Varo, wer wird der Sieger sein? Ist es GLP? Ist es Manual? Ist es 2GLP? Hallo Zombie. Was geht ab? Wie geht's dir so auf der anderen Seite der Welt? Alter, was? Mir geht's ja super. Alter, wir haben riesen. Wir haben ja hier einen riesen Höhlenkomplex, Alter. Das ist ja unglaublich. Boah, ich hab gleich ein Stack Eisen hier, ne?
Ja, ist ja jetzt gut. Wir können gleich weiterfahren. Oh, Gold. Ich habe Gold gefunden. Oder ich komme zu dir. Ist Gold. Sind wir auch schon langsam auf Diamantenhöhe, würde ich sagen. Lange kommen wir da ein bisschen näher. Hallo, was geht ab, Enderman? Bist du da weitergegangen, wo du gerade schon warst? Ja. Wo bist du denn da lang gegangen? Leute, hier ist auch noch so viel Eisen, wo ich gerade bin. Auch noch so viel Eisen. Ach ja. Super, super. Ich hab auch schon wieder so viel Eisen. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwas von der Seite kommt oder so, von hinten oder so. Ich sehe deinen Namen. Mhm. Hier ist auch noch so viel Eisen, ey, das ist unglaublich. Ich fahr mir schon mal das Gold hier. Ja. Leute, der Zombie ist hier gerade heruntergesprungen. Meine Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Aber sonst ist hier in der Höhle nichts mehr. Ja, dann gehen wir gleich mal nach oben. Machen wir gleich noch eine Eisenspitzhacke eben. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt, sie hat noch eine Haltbarkeit. Zack. Ach, 5 Eisen habe ich ja noch. Aber das wollte ich ja eigentlich für einen Helm benutzen, stimmt. Aber ich mache mir erstmal eine Spitzhacke, eine Eisen. So, zu viel Eisen im Blut hier. Was ein Start in dieses Projekt, ey. In die dritte Folge. Alter, habe ich mich erschrocken. Eigentlich ist die dritte Folge so scheiße gestartet. Ja. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, es wäre ein Creeper, aber in Wirklichkeit war es nur ein Zombie. Ja. Gleich steht da nur so: Exit hat das Spiel. Exit das ist gestorben. Ja. Oh, das ist eine Risikozone. Ja. So, ich ziehe jetzt auch weiter. Gerade habe ich noch irgendwo deinen Namen, glaube ich, gesehen. Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Ja, ich komme eh gerade wieder noch um. Ja? Ja. Ich sehe deinen Namen. Ich bin über dir. Ah. Du bist wahrscheinlich... Ich habe jetzt kein Holz mehr. Ich auch nicht. Wir müssen ja sowieso nach oben, also. Ich bin bei dir. Ja, da... Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Okay, wo geht's denn hier nach oben eigentlich? Ich hab's wieder vergessen. Da wo du dich hochgebaut hast. Also die Höhle können wir trotzdem aber halten, ne? Ja, ja. So, zack. Schön, dass ich gut sprinten kann hier. Und dann ging das hier nach oben. Hier nach oben? Mhm. Jo. So, liebe Leute. Hier ist das. Hier sind die Koordinaten. Haben wir die Koordinaten abgeblendet? Also was heißt abgeblendet, aber... dass ich die sehen kann. Okay. Aber ich denke mal, Aufnahme läuft eine halbe Stunde. Ich glaube, wir haben Feierabend, oder? Wir haben durch, ja. Wir haben ordentlich viel was geschafft. Ich habe fast ein Stack Eisen hier rausgeholt. Ein bisschen Gold. Ja, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Wir haben uns hier komplett eine Eisenrüssi zusammengekriegt. Ja, dreh dich mal ein bisschen zu mir. Stell dich mal neben mich, bitte. Mhm. Ja, meine lieben Freunde. Es war wirklich... Die Anfang der Folge war wirklich scheiße. Wortwörtlich. Ja.
Und die Folge war dann besser. Weil jetzt sind wir voll Iron. Und ja. Jetzt müssen wir uns nur noch ums Essen kümmern. Und dann sind wir gut vorbereitet hier für die nächsten Videos auf diesem Projekt. Genau, für die nächsten Folgen sind wir gut gedeckt. Und ja. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert nicht vergessen. Und ja. Ich hoffe, sonst hat euch das Video gefallen. Und haut rein und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.